Chucklefish nicht, Moment. Nee, Chucklefish war nicht der Publisher, ne? Chucklefish war nur der Entwickler von Stardew Valley. Ey, ganz ehrlich. Ach so, nee, dann nicht. Ich lasse jetzt, ganz ehrlich, hier wird jetzt gerade einfach mal Vitamin B genutzt und ich lasse das zu. Okay. Dr. Kaiser, Alter, ganz ehrlich, Twitter-Movement, Content im Chat, immer sehr, sehr stark. Ganz vorne mit dabei. Du bist hier einfach ganz öffentlich jetzt gerade von mir bevorzugt. Ganz in aller Öffentlichkeit. Ich bin aggressiv, nicht depressiv. Ja gut, das ist ein Unterschied, das stimmt, Tim Ramsor. Eiskalt. Arach sagt schon, das bin ich eindeutig. Kappa. So, Dr. Kaiser hasst Frauen, hat er gesagt. Ich will gerne das Faultier. Ja, das ist leider schon der Bär. Fauli, ey, stimmt. Was ist denn hier los? Schwein? Ach, ganz ehrlich, hier ist ein Luchs, der an Garlic rumbeißt. Wo? Und Henrik Inferno ist da halt einfach und guckt sich das an. Sag mal, was? Ja, warte mal, haben wir hier einen Kolonisten in der Nähe, mal am Baum rinnen? Geh da mal hin mit der Autoshotgun am Film. Und klär das mal. Ich hab mich gewundert, warum das so langsam läuft hier gerade. Wie sollen wir aufeinander rumzufressen? Oh, Henrik hat geholfen! Henrik hat geholfen! Ja. Und Henrik hat den Luchs getötet. Aber Garlic, Schmerzschock, tot in 3 Stunden. Da müssen wir aber ganz schnell. Warte mal, wer ist denn zügig? Ma Baumrinne ist nah dran. Rette Garlic. Ma wow. Baumrinne gibt Gas. Wow, D-Sub incoming. Da musst du erstmal subben zum D-Subben. Also wirklich. Okay, ne? Was ist mit dir? Das ist nicht der... Nee, Dr. Kaiser, das ist nicht der Ritterschlag. Du darfst Leuten nicht sagen, dass sie am Ziel sind. Ah, okay. Gut, dann habe ich das... Genau, dann hatte ich doch richtig in Erinnerung, dass Chucklefish so ein bisschen so ein Indie-Entwickler ist, also ein Indie-Publisher ist, die auch zum Beispiel... Wie heißt das andere? Was so ähnlich... Terraria? Nee, Terraria nicht. Wie heißt das andere? Starbound, genau. Das haben die auch published, soweit ich weiß. Lauf, Sabi, lauf. Ich weiß nicht, ob wir Garlic retten können. 5, 4, 3, Garlic. 2. Oh, Garlic, tote Sau. Da wird jetzt wieder. Bosskanan, das war Bosskanans Lieblingsschwein. Natürlich war es Bosskanans Lieblingsschwein. Dürfnis, mein Haustier starb. Minus 8. Finde ich ein bisschen wenig auch. Nee, aber wie gesagt, also BioWare. Weiß ich, hatte ich gar nichts mehr von, nach Anthem zum Beispiel. Ja, das wollen die aber neu machen. Mal sehen. Die Sache ist halt, die BioWare steht für mich für entweder eine geile Main-Story oder geile Quests. Allgemein. Das ist BioWare für mich. War es schon immer. Und das hat auch jeder irgendwo erwartet. Ne? Konnte man auch nach der Vergangenheit. Ja, aber dann gab es aber diese Grinding-Sachen, die Grinding-Aspekte in Anthem und die Quest. Ich fand das sehr komisch, wie das überhaupt aussah und wie das Kampfsystem überhaupt abging. Ja, es war irgendwie ein bisschen zu nah dran. Immer die gleichen Gegnerwellen gespawnt, irgendwo hinter einem, von überall her. Und hat man halt reingebombt, bis dann keine Wellen mehr da waren. Und dann ging es weiter. Das, was ich so mitgekriegt habe von Anthem. Es gibt Schwein mit Knoblauch. Hey! Gibt's wieder Bacon? Ja, in der gleichen Welle habe ich mal ganz kurz die ganzen Zahlenschweine. Was? Kurz mal rausgenommen aus der Liste. Was? Ja, die nur Zahlen hatten. Okay, Kopie 1. Ja, Mensch 2. Und jetzt, wer frisst denn hier? Stimmt, Rockstar Games ist auch so ein Ding. Montana hat an Junge Sau 1 ein bisschen rumgeknabbert. Ja. Stimmt, Rockstar Games würde ich auch... Das stimmt, Rockstar Games ist so eine Sache, wo ich halt auch sage, okay, ja, passt. Das würde ich mir halt auch kaufen. Aber bei mir ist es dann wirklich, okay, Rockstar ist es. Mhm. Also Blizzard würde ich mir auch jedes Spiel halt einfach anschauen. Ja, auf jeden Fall. Also anschauen lohnt sich bei Blizzard. Was denn noch? Ja, Dragos, ich muss diese Aufgabe leider übernehmen. Die macht mir keinen Spaß. Aber, ne, das ist halt unkontrollierte Vermehrung. BioWare bekommt bei mir noch eine letzte Chance. Bethesda hat diese Chance vertan mit dem Microsoft Move. Huh. Ja, mal erstmal abwarten, was denn daraus resultiert. Ne? So, erstmal den hier. Kochen. 3, da lässt du die Finger von. So, auf die Felder darfst du. Und wie es dir Spaß macht? Wie es dir Spaß macht? Kein Spaß, na klar. Was ist denn mit euch, Leute? Was denn? Also das ist jedes Mal... Ihr glaubt gar nicht, wie viel Überwindung mich das kostet, die Maustaste gedrückt zu halten und den Schlachtbefehl einmal runter zu scrollen. Da kann ich kaum hingucken.
Ich kann mir auch kaum mein Lächeln verkneifen dabei. Kubi hat mir wirklich erzählt, dass das manchmal versucht, heimlich zu machen. Und dann hört man immer diese Quieker von den Ferkeln und denkt sich, oh nein, Alter, hoffentlich hört Mock das nicht. Ja, ich versuche das immer heimlich zu machen, auch damit Mock das nicht mitkriegt, weil sonst wird das immer thematisiert, ich bin wieder der böse Schlachter. Aber Leute, wir wissen alle, wir wollen ja auch mal Fleisch auf dem Teller haben, ne? Richtig, kommt das Fleisch her. Das wächst nicht an Bäumen wird gepflückt. Am Fleischbaum. Ja, das ist Fruchtfleisch, das ist was anderes. Richtig. So sind sie, Leute. Essen, Mund voll haben und dann dabei beschweren, also mir gefällt das nicht, das ist voll schlecht. Aber schön die Mettwurst auf dem Brötchen drauf haben, ne? Aber dann grinsen, wenn der Buffet ausgeführt wird. Ja, das ist, haben wir vorhin schon gesagt. Humor ist auch eine Art, mit so ganz schrecklichen Dingen umzugehen, einfach um den nötigen Abstand dazu zu haben. Natürlich, natürlich, natürlich. So, warum ist Matur hier nicht am Arbeiten? Was macht der überhaupt? Schachspielen? Nichts ist. Lass ihn doch mal kurz eine Runde spielen gegen sich selbst. Nein, er soll arbeiten. Sonst kommen wir hier, werden wir nicht fertig. Er will auch mal gewinnen. Fleisch fällt vom Fleischzeppelin. Ja, vom Fleischbaum. Na klar. Blitzschach gegen Phil. Hat Morgan ihn doch schon mal besiegt, oder? Ich habe ihn richtig gejagt übers Feld, ja. Es war unentschieden. Nein, aber ja, da war er am Schwitzen. Er hat das Wochen davor andauernd gespielt und ja. Ich kenne die Regeln. Ja, ich kenne so ungefähr die Regeln. Ja, war gut gemacht. Das ist ein bisschen außer Kontrolle geraten. Wie es immer außer Kontrolle gerät, wenn man mit Filmern irgendwas macht. Das stimmt auch. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, 5 sind gut. 2, 3, 4, 5. Matur ist halt ein Denker, das stimmt. Ah, die Referenz. Okay, die habe ich nicht mitgekriegt. Wo kommt denn das Fleischzeppelin vor? In was für einem Film oder Serie? Ich verteile das einfach. Wahrscheinlich Man in the High Castle, oder? Jetzt klatschen sich alle gegenseitig ab. Was denn mit euch? Klatschen sich alle gegenseitig. Was klatscht ihr euch denn gegenseitig? Ja, in die Hände. Drawn Together. Ah, okay. Oh Gott, das ist aber auch richtig, das ist oldschool. Habe ich damals mal ein bisschen geguckt. Ja, mit Ling Ling und so, ne? Oh, ja. Wie hieß nochmal diese Serie, die so ekelhaft gezeichnet war? Ren and Stimpy, ne? Ja, Ren and Stimpy, ja. Das ist so eine Sache, damit Ren and Stimpy konnte ich noch nie was anfangen. Ja, das ist die Fucked-Up-Variante von Biberbrüder. Nee, weißt du, das ist halt die Fucked-Up-Variante von Rick and Morty. Ja, das auch. Foxy Love, ja genau, stimmt, oh, das war eigentlich ganz cool, ja. Alle mal klatschen dann, genau, alle mal Biberklatsch hier. Und Big Bones, danke für Primiger 11 Monate, moinsen. Vielen Dank, danke schön. Danke für deinen Support, Big Bones, herzlich willkommen, schönen Sonntag. Die Musik erinnert mich jetzt, mit diesem Yeah, erinnert mich an Civilization, an die Titelmusik. Ren und Stimpy nämlich immer an Orgy und die Kakerlaken, weiß nicht wieso. Ja, der Stil war ähnlich, ne? Bisschen. Ren und Stimpy fand ich halt einfach nur ugly. I don't know. Captain Hero war sowieso am besten. Ich wünsche, ich hätte Superkräfte wie Captain Hero. Aktiviere Hero Schutzschild und nimmt eine unschuldige Frau, um sich zu schützen. Als männlichen Schutzschild. Ruf, ja. Okay, theoretisch brauchen wir nur noch das 51 Uran. Mhm. Und dann könnten wir das hochfahren. Neokardus ist noch am Tiefenscanner, sehr gut. Und Tiger Pulse. Vielen Dank für den Resub. Dankeschön für 6 Monate in Reihe. Premium Support. Dankeschön. Willkommen im Slabbers Premium Club. Und jetzt Corona-Check. Vielen Dank für deinen Support. Dankeschön. Für ein ganzes halbes Jahr. Und natürlich ganz viel Spaß mit der silbern erscheinenden und glänzenden Badge. Oder wie man sagen würde, Küsse auf deine wunderschönen Augen. Tipp, 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 my lady. Oh, genau. Tipp, 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 my lady. Kann man das eigentlich, ist das mittlerweile so mit dem Urheberrecht und so? Ich glaube, wenn man sehr lange nicht gestreamt hat, dann ist das common use, ne? Also wie Phrases und so. Natürlich. Können wir bald den Slabbers Premium Club einfach nennen. So. Wir sollten uns aber, ganz ehrlich, gucken, wir sollten, wenn dann, uns influenzen lassen von erfolgreichen Streamern und nicht von nicht erfolgreichen Streamern. Hey, der war erfolgreich. Lass Levy in Ruhe, auf den lasse ich nichts kommen. In seinem Maßstab, ja. Der kann Gitarre spielen.
Ja. Kennst du einen unerfolgreichen Menschen, der Gitarre spielen kann? Ich kenne eine ganze Menge unerfolgreichere Menschen, die Gitarre spielen. Und singen. Ren & Stimpy ist ja auch eklig, ja. Der Champions Club ist doch noch frei. Wieder frei. Wieder frei. Nee, wir nennen das dann immer lieber den Slick Daddy Club. Slick Daddy Club, ja. Back to the roots. Da war ein bisschen viel Slick. Ne? Und ein bisschen viel Daddy auch. Und ein bisschen viel Daddy auch. Ich finde das halt immer so, keine Ahnung, warum müssen das so, die Leute heutzutage halt alles irgendwie immer nach draußen tragen? Was nach draußen? Wie tragen? Das wird alles so in der Öffentlichkeit ausgeschlachtet. Oh Gott, ja, genau. Nee, alles auch nicht. Oh, aber viel, viel. I am. I am. Ja, Alpha Biber Champions Club machen wir jetzt hier. Aufmerksam. Ja, ne, ja, aber damit ist doch gar keinem geholfen. Ich meine, ich finde das auch interessant. Keine Frage, ich finde Gossip so interessant. Ich war es schon sehr oft an der Tastatur, wenn man gerade irgendwie Beef zwischen so zwei Streamern mitbekommt und man kennt beide. Und man denkt sich so, oh, ich will da unbedingt mal anschreiben. Oh, was geht denn jetzt da los? Voll so, ja, der und der, das und das, irgendwie ist gemacht. Und so, oh, war das wirklich so? Oh, ich würde ihn am liebsten mal anschreiben und einfach mal sagen so, ey, jetzt erzähl mal, erzähl's nur mir. Wie war es denn jetzt wirklich? Weil ich da so, ja, ich bin so neugierig, ey. Ja, der arme Wendler, genau, Wonny. Der oh mein Gott, Wendler ist ein Vollidiot? Überraschung. Ey, Matul, pass auf, mir kann man das auch sagen, ich verrate das dann auch nicht weiter. Wirklich. Mittlerweile. Also der 15-jährige Mogger hätte es definitiv weiter verraten. Und dann so kurz wink wink an die WhatsApp-Gruppe Matul. Also wenn du da was weißt, der Mogger ist da sehr neugierig. Immer raus, immer raus. Und Rickard, hallo, hallo, moin. Selber Schlumpf. Biber sind wir hier. Biber dein Schuh. Ja, ja. Und natürlich auch Mr. Lovus Duckus Maximus. Hallo. Willkommen. Pass auf. Love Duck zieht sich die Präsidentenjacke für den Alpha Biber Champions Club an. And the cool. ACC, ne? ACC. Steht hinten drauf auf dem Rücken. Mit Totenkopfborken. Oh, pass auf, da musste ich am Wochenende auch lachen. Das ist ja halt alles hochgekommen, ne? Und ich musste wirklich über einen Tweet von Stay dann lachen. Irgendwie mit diesem Kaufland, jedem dem Kaufland nicht gefällt, soll Kaufland verlassen. Ach ja, nee, wenn du Kaufland nicht liebst, dann geh doch aus Kaufland raus. Wendler, ne? Nein, genau. Doch. Oh. Da denke ich jedes Mal an die Meme von Top Gears. Oh no, anyway. Wendler ist ein Idiot. Oh no, anyway. Weiter geht's, was soll das? Und Lovdag natürlich herzlich willkommen. Ich habe auch schon die ersten Petitionen auf 9gag gesehen, die das Sorgerecht für Lara entziehen wollen, oder wie die da heißt. Laura. Laura. Ja, Mensch. Sorgerechtsklagen. Lovdag direkt steht mir. Natürlich, natürlich. Die hast du ja auch dir ausgedacht. Natürlich steht sie dir. Gerade du, Mocker, der alles für eine Leberkäse-Semmel verkaufen würde. Überhaupt nicht. Ich erst könnte auspacken. Mettbrötchen heißt es außerdem. Erstmal Zwiebelmettbrötchen. Okay, bei Zwiebelmett, ne? Das einzige Gute am Wendler ist seine Freundin. Oha. Ey, ist so. Irgendwas muss der ja richtig machen. Hoffentlich wird Wendlers Freundin jetzt nicht in der Schule gemobbt. Oh, oh Gott. Oh, aber da ganz ehrlich, wenn man die beiden beobachtet und da irgendwie dann irgendwelche Videos kommen, das ist schon purer Cringe. Wo sie ihm das Auto da... Oh, das war so cringe, ey. Oh. Aber du weißt darüber Bescheid. Ja, es ist aber und so... Und du redest gerade drüber? Ja, natürlich. Und also, das ist alles Promo für die... Das ist einfach nur eine Katastrophe, ey. Die völlig normale Beziehung. Natürlich, völlig normal. Niemand urteilt, Chat. Niemand urteilt. Nee, eigentlich genau das, ja. Genau das. Ich kaufe nur ein paar Bauteile, mehr nicht, ne? Jojo, Uran haben die nicht, ne? Nein, leider nicht. Oh, Mann, 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 Mann. Aber Blaudusche ist es halt echt so. Direkt gemobbt. Na, guck mal. Aber hey, wenn's Sabi passt, sagt schon, ich könnte jetzt mitreden, aber böse Wörter tut man ja nicht sagen. Also wünsche ich den beiden einfach leckere Burger in Aminant. Das ist so, Sabi. Mhm. Leute, hat einer von euch mal, also für die Leute, die jetzt schon ein bisschen länger dabei sind, hat jemand von euch mal Sabi jemanden beschimpfen sehen? Ich noch nicht. Ich auch noch nicht. Sabi, was ist da los? Ich glaube, das ist mal auf die Schimpfschule gehen. Nee. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich glaube, Sabi ist uns allen oder vielen von uns sehr weit voraus. Ich kann schimpfen. Guck mal, wie cute.
Ich kann, Nicht im Chat, genau, aber im Voice. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sabi da so richtig abrennt. Was ist das für eine behinderte Scheiße hier? Kann ich mir nicht vorstellen. Als ob Sabi sowas kann. Aber es gibt einen Ort und Zeit für alles. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Sabi schimpft in ihr Kopfkissen dann rein. Radio. Ja. Alles klar, drück da mal auf den Knopf rauf, ne? Dass die anderen Leute hier auch mal ein bisschen sehen können. Ja. Doch, wenn es um Vodafone geht. Oh ja, das glaube ich aber auch. Sabi, gibt es da neue Informationen aus deiner Richtung? Frag doch nicht. Ich glaube, wären Pool sie... doch nicht immer in der Doch, Runde. Ich glaube, wären sie sehr positiv gewesen, hätte sie schon in den Chat geschrieben auch. Ich weiß nicht, ob das... Sabi, ist das ein Wespennest oder ist das ein sicherer Hafen, wo ich da gerade stoche? Definitiv Wespennest, würde ich sagen. Ich brauche mal kurz die Richtung. Wieso kriegst du denn, ich sehe keinen Strom? Was ist denn dein grundsätzliches Problem hier? Weil du daran, wenn ich jetzt sage, neu verbinden, dann verbinde ich doch hier. Nochmal neu verbinden, da. Hat er gemacht. Meine Güte. Da war Geschützturm. Grummel. Genau, und deshalb hättest du nicht fragen sollen. Ja, Entschuldigung, ich frage halt selber lieber mal nach auch. Ne? Ich warte jetzt 2 Wochen ab, dann wird wieder wohl davon genervt. Irgendwas läuft da ganz falsch. Ja. Alles klar, Sabi. Danke. Halt uns am Bild auf dem Laufenden. Connor, grüß dich auch. Moin. Will mir noch mal meckern? Nee, alles gut. Fahel, du bist eigentlich auch ein freundlicher, ne? Du bist auch ein netter, Fahel. Fahel? Fahel ist ein netter. Boah, ich weiß nicht. War ein bisschen sehr nett. Oh, ich weiß nicht. Sehr, sehr nett. Ja, schon netter. Lass du mal Sabi in Ruhe, lieber. Entschuldigung, Mücke, ich frag da halt mal vorsichtig nach. Ganz ehrlich, mein Freund. Das werde ich ja wohl hier in unserem Kanal tun dürfen, oder was? Oh, darfst du nicht. Heutzutage darfst du es nicht mehr. Mücke, wenn du den Biberhaus-Kanal nicht liebst, dann raus mit dir. Richtig. Dann verlass doch den Biberhaus-Kanal. So sieht das aus. Nein. Wie lange bis zum Countdown? Das ist eine gute Frage. Wir brauchen Uran. Ja, Mann. Wir haben auch ein bisschen Angst, den Countdown zu zünden dann, ne? Ja. Jetzt mal Mücke in Ruhe. Entschuldigung, Sabi. Wenn du Biberhaus den Kanal nicht liebst, ne? Dann ist das bei dir halt so, Sabi. Ja, dann ist das halt so. Bleib bitte da, okay? Das wird man wohl auch sagen dürfen. Oh Gott, ja. Ja, ey. Schmutzig, Trisbess. Ach so, ist das. Ach so. Sabi schimpfen ist wie Fluchen auf Französisch. Klingt trotzdem lieb. Ja. Oh, Jenny Star. Wir kennen ja so ein paar Franzosen, ne? Also man hört dann schon raus, wenn die was böse meinen. Oh, ja. Das hört man schon, man kriegt da so die Vibes mit. Ich glaube, das ist international auch. Definitiv. Aber ich weiß, welchen Punkt du meinst, ja. Klingt alles immer trotzdem sehr, sehr nett. Ja, Buffy la Chat. Genau. Die Jungs, ey. Deutschland ist freie Meinung. Das stimmt. Das ist richtig. Das ist auch gut so, Mücke. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr gut und sehr wichtig. Ja, das ist auch richtig so. Aber was viele vergessen, in Deutschland gibt es auch das Hausrecht. Und auch das Recht zu schweigen gibt es auch. Recht gibt es auch. Da redet aber keiner drüber. Richtig. Das ist doch, ganz ehrlich, das müssen wir mal promoten. Es gibt halt, Leute, es ist wirklich es ist legitim heutzutage, auch keine Meinung zu etwas zu haben. Mhm. Das ist auch okay. Man muss das nicht. Mhm. Und man darf auch dann gerne schweigen. Wann schickt jemand los, das bisschen Uran zu holen? Sonst sehe ich das Ende heute nicht. Wo sollen wir das denn holen? Wir können doch nicht mal handeln, weil zum Handeln braucht man so einen Adelstitel, Adelsgrad, keine Ahnung. Ja, es gibt so ein paar Siedlungen, wo das nicht nötig ist, aber das sind halt irgendwelche Stämme. Alles, was du hier so siehst, ist halt, okay, der Handel hier erfordert Ritter oder Ritterin. Hier wäre es das, die hassen uns, minus 80. Das sind Criminals, minus 100. Hier könnten wir zum Beispiel handeln. Zeigt, was gekauft wird. Auf nach Uranistan, wow. Aber Rohstoffe ist halt hier, die würden Uran kaufen, aber ich weiß nicht, ob die Uran haben. Das ist halt die Sache. Das sieht man halt auch vorher nicht so einfach. Nee, und das ist schon immer so ein Stück. Also alles, was so bei uns in der Nähe ist, ist entweder uns böse gegenüber. Momentan haben wir auch so ein bisschen, warnen wir ab, dass irgendein Händler kommt, der Uran in der Tasche hat, ne? Oder irgendein Flugzeug oder so. Eigentlich muss ja nur irgendwie ein Raumschiff kommen, irgendwie so ein Großhändler. Der hat immer Uran. Ja, Kapseln und hinfliegen. Brauchen die auch wieder Uran? Könnt ihr euch das Uran nicht einfach nehmen? So Mokka-mäßig. Ja, doch schon, Krullerknusper. Ich werde hier keinen Kolonisten jetzt riskieren. Wir brauchen übrigens Waffen für unsere Jungs, ne? Fahel und Dr. Kaiser müssen bewaffnet werden. Mit irgendwas, Coop. Hörst du mir zu? Ja. Ich habe nicht das Gefühl. Ja. Unsere beiden, Fahel und Dr. Kaiser, brauchen Fernkampfwaffen.
Okay, ja, eine Autoshotgun sollte schon fertig sein, ja, liegt da, in gut sogar. Das sollte Fahil nehmen, der, die ist ja schießwürdig, ja. Genau. Und was mit Dr. Kaiser? Wie gut kann der denn schießen? Nahkampf eher, 13. Fernkampf 6. I don't know. Was wollen wir denn mit Kaiser machen? Kaiser, willst du Nah- oder Fernkämpfer? Wie gesagt, Nahkampf 13 und Fernkampf 6. Bei beidem eine Flamme. Doch, habe ich schon Fahil. Die hast du schon, die kann ich dir mal eben geben. Die Frage ist... Die gute ist das sogar geworden. Ich glaube noch nicht mal, dass die Geschütze, die wir jetzt hier haben, dass sie reichen. Oh, das wird schwierig. Ich werde hier nachher noch überall einfach so welche hin platzieren. Hauptsache, die triggern, irgendwelche Leute explodieren und machen was kaputt. Als wie eine Bombe halt. Mhm. Okay, Kaiser, denk mal schon Nahkämpfer. Okay. Ja, wir sind schon am Scannen, Leute, ne? Don't worry. Wir haben hier schon ein bisschen was gescannt. Hier ist Stahl im Untergrund. Jade. Hier haben wir nochmal Stahl. Irgendwo haben wir nochmal Gold gefunden. Wahrscheinlich hier dann. Hier ist nochmal 300 Gold im Untergrund. Hier ist auch nochmal Stahl. Also wie gesagt, hier ist nicht mehr viel, was das angeht. Kaiser, irgendeine Vorliebe? Kaiser hat... Ja, aber die kann er nicht in den Chat schreiben. Ich meine, das ist... Ja. Nun... So, was brauchen wir hierfür? Für das Combat Blade? Das wäre doch gar nicht so schlecht. Zwei Bauteile, 75 Stahl. Das geht, ne? Ja, yeah, zwei Bauteile, okay. 75 Stahl ist okay. Okay, wir können ja jetzt alles bauen. Baue ich ein Combat Blade. Ja, irgendwie sowas. Mhm. Dass er sich sicher fühlt, weißt du? Ich muss Aua machen, mehr nicht. Ja, da denke ich auch. Hui. Uran gescannt. Ja, moin. Da wenn haben wir's. Wenn man vom Uran spricht, Chat. Genau. Wie viel ist das? Eigentlich ist es egal. Das ein Slot reicht schon. Das wird genug sein. So, dann mache ich das schon mal klar. Alles gut, Coop. Ja, sehr gut. Ich sehe ja schon. Ja, ja, ich bin schon dran. Sacco Madico. Stromleitung. Und dann ist das nämlich auch geklärt. Sehr, sehr gut. 1500 Uran. Glücksbiber. Was? Was? Da darf ich aber auch mal ein bisschen Glück haben, wa? Ernsthaft. Skarmek, moin. Ich glaube, wir hatten alle schon genug Pech dieses Jahr, Leute. Da kann man, ne, Glück ist ganz okay. Genau, irgendwann reicht es ja mal mit Pech haben. Ernsthaft. So, hier sollte das gebaut werden, genau, das Combat Blade. Matul? Bist du am Schlafen? Ja, moin. Ja, Erholung ist doch schon fast voll bei dir. Kaiser möchte eine Karte für ein Wendler-Konzert. Ich glaube ja nicht. Und diese Beamer, moin, hallo. Aber das ist halt, ne? Wendler ist nicht mehr bei DSDS, Leute. Das sind die Hot Takes. Das sind die großen, heißen Nachrichten. Die Ereignisse überschlagen sich. Wie kein Material für Combat Blade? What? Ein Bauteil fehlt uns noch. Ach so. Wars 2, guck. Ich meine, bis dahin kann Kaiser erstmal so ein Speer nehmen. Hat man noch ein gutes davon? Natürlich nicht. Gut, ein normales nimmt er dann halt. War eins mit. Ja, genau, hier da. 100er Qualität. Okay, dann kriegst du erstmal einen Speer. Bis dahin, ne? Raw Striker, hallo, hallo. Oh, Hot Pockets, Blau Doge, ja. Jedes Mal vergisst man, wie heiß die von innen sind. 2020 ist weniger glaubwürdig als die Effekte in allen 6 Teilen von Chucknado. Das ist krass. Das ist echt krass. Pech, welches Pech? In Spielen haben wir vielleicht Glück, Memphis. Richtig. In Spielen haben wir Glück. Mhm. Das war's aber auch. Habe ich auch gar nicht mitgekriegt, Simanovic. Habe ich auch nicht mitgekriegt, dass er überhaupt in die Jury sollte oder sonst was. Ach. Also, keine Ahnung. Man ist ja auch gar nicht mehr da so drin. Also wir nicht, keine Ahnung. Gibt's da noch jemanden von euch, der so extrem so aktiv DSDS und so X-Faktor und so, gibt's das alles noch? Wer von euch... Guckt das denn noch aktiv? Nein, wer von euch guckt überhaupt noch Fernsehen? Einfach mal einen Plus in den Chat, wer von euch überhaupt noch Fernsehen schaut. Egal was, also auch Nachrichten und so weiter. Hat nicht mal einen Fernsehanschluss. 1, 2, 3 sehe ich hier, 4, 5. 5 plus, 6, ansonsten nur minus 6. 7, ja. 8. Von bestimmt 30, 40 Antworten oder was? Ja gut, Fußball am Wochenende, das würde ich halt auch um... Also, ich weiß nicht, ob ich Fußball zum Fernsehgucken zählen würde. Weil Fußball ist halt eine Sache, es gibt halt keine andere Plattform.
Ja, nicht ohne weiteres, ne? Stimmt. Wegen den Rechten und so weiter. Stimmt, das ist so ein bisschen ein anderes Event wie so Super Bowl und alles, ne? Moment, ist neben Fußball irgendwas? Hm. Mediatheken, okay. Ja, ja klar. Stimmt. Klar. Huh. Ja, man hat momentan auch, man hat sowieso, man hat heutzutage einfach die unfassbar große Auswahl, ne? Absolut. Was machen wir gerade? Für Sachen wie Formel 1 habe ich von meinem Bruder einen TV Now Zugang, okay? Das könnte sonst nicht mal RTL schauen. Neben Sport nichts. Ja gut, dann wie gesagt, also würde ich aber jetzt nicht zählen lassen dann. Also Sport, wirklich nur Sport. Das ist halt nur mal die Leidenschaft und das Hobby und das wird halt nur mal dort übertragen. So. Ja, richtig. Samson, Mann, dankeschön für den Host und grüß dich, Heiner. Moin, moin. Ganz selten, dann nur eine TV-Aufnahme, wo ich Werbung skippen kann. Aha. TV, die nur zum DVD schauen? Nee, ich meine, also... Also ja. Richtig Fernsehen schauen. Fernsehen schauen. Also Sender, die Pro 7 oder so. Sat1, RTL, sowas. So, was kommt da jetzt raus? Ist echt wenig geworden, ne? Also generell. Ja. Krass. Die Sache ist aber auch immer die, wie glaubwürdig ist so eine Umfrage in einem Twitch-Kanal? Das stimmt auch. Man ist natürlich schon mal auf einem anderen Medium, was gerne auch als Ersatz zum sogenannten Fernsehen genommen wird, ne? Ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Das stimmt natürlich auch. Seit 2007 kein TV mehr. Ey, bei mir ist es wirklich mit einem Stream ging das los. Eigentlich, nee, ich glaube, bei mir kann ich wirklich sagen, es ging los mit meinem Netflix-Abo. Oh ja. Ich glaube, Netflix. Ich weiß noch. Wann ist Netflix in Deutschland eigentlich gestartet? Ich weiß noch, wo das alles so mega Aufruhr gab. Man kannte das nur so vom Hören sagen. In Amerika gibt es das schon so. Irgendwie ein bisschen länger gab es das auch schon in Amerika. Und da gibt es auch noch Hulu und sowas, ne? Und dann habe ich erst nur gedacht, ja, das, keine Ahnung, kann man ja vielleicht mal ein bisschen reingucken. Mal sehen, was die so haben. Das klingt ja ganz interessant, Netflix und so. Und holla die Waldfee. Hat das alles ein bisschen verändert, wa? Hat das alles verändert, nicht nur ein bisschen. ARD, ZDF oder Arte in der Mediathek. Ja, ja, genau. Hm? Sowas habe ich auch damals noch mit Tessa mehr geguckt. Hier, das Heute-Journal und solche Sachen. Ja, da kann man sich auch krasse Dokus und alles angucken. Ne? Ja, sowas finde ich halt dann cool. Ne? Aber die gibt's halt auch auf Netflix. Hm. Ne? Das stimmt. Sirio, moin. Eigentlich wollte ich Black Lagoon schauen. Was soll ich sagen? Irgendwie bin ich im Damm hängen geblieben. Ja, herzlich willkommen. Ne? Irgendwo sind wir alle so ein bisschen hängen geblieben. Aber im positiven Sinne. Genau, Memphis. Wir sind ja einfach alle jetzt mittlerweile gewohnt, das schauen zu können, wann wir wollen. Und das ohne Werbung, ne? Ja, Video on Demand einfach. Warum sollte man sich an Sendezeiten halten? Werbung? Fragezeichen? Genau. Ja. Ja, TV ist noch so ein Medium, was es, glaube ich, noch nicht so 100% verstanden hat, dass es am Sterben ist, Dolle. Ich glaube, draußen geht ein bisschen die Welt unter. Ein paar Tröpfchen. Sobiros, auch wenn ihr abhebt. Was? Abhebt wird mein Tag nur ein bisschen besser, denn mit Linsensuppe von Oma kann der Tag auch kaum besser werden. Das stimmt. Oh, kaum noch besser, ja. So. Werbung kommt schon noch wieder, keine Panik. Ja, genau. Wie gesagt, ich bin kein Gegner der Werbung. Bin ich nicht. Nö, generell nicht. Aber es gibt grundsätzlich auch, es gibt von allem zu viel auch. Bei mir ist es immer nur so eine Sache, das sind halt alles nur Werkzeuge. Der Umgang damit, einfach nur der Umgang damit, das ist dann das, was uns eigentlich doch ärgert. Ne? Wenn es übertrieben wird. Ich glaube, jeder von euch sagt doch so, ey, okay, wenn ich halt erst mal alle halbe Stunde für eine Minute oder zwei Werbespots bekommen würde. Genau. Alle 30 Minuten, ich glaube, da wäre jeder mit okay, oder? Und niemand verpasst was. Genau, damit wäre doch eigentlich... Wär doch okay. So als kurze Pause, eine Minute, 30 Sekunden, eine Minute. Wenn sich dadurch der Content selber finanziert, ist doch super. So, ja, kein Problem. Für mich auch nicht. Aber dann gibt es halt wiederum Sachen, die alle 10 Minuten, 3 Minuten Werbung machen. Ja, genau. Ich bin auch kein Gegner der Werbung. Ich bin ein Gegner der Werbung alle 20 Minuten. Genau. Und dann für 10 oder so, ne? Genau. Das ist halt die Sache, die einen stört, ne? Wenn es im Rahmen bleibt. Genau. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig geworden momentan, ne? Dieses im Rahmen bleiben der Werbung häufig. Man beißt auch nicht in die Hand, die einen füttert, Mocker, auch wenn es nur ein kleines Leckerli ist. Nö. Also ich sehe, Werbung ist für mich Information. Das und zwar natürlich immer force-feedet, ganz klar. Und Werbung füttert uns tatsächlich nicht. Also Werbung ist der kleinste Posten von allen Einnahmen. Deswegen sagt er ja auch Leckerli. Ja, ach so, Leckerli, ja gut. Ne? Das macht uns nicht satt, aber... Speedy, grüß dich, moin moin. Hallo, moin moin. Jede Stunde 5 Minuten geht klar. Ja, wenn es dann halt alle halbe Stunde 2 Minuten ist oder eine Minute. Ja, genau. Ist halt absolut. Genau, wenn man mehr Werbung als Content hat, läuft was falsch. Das auf jeden Fall. Absolut.
Und Morrigan, hallo, hallo. Ich sag mal, und das macht doch eigentlich nur die Menschen wütend. Das bringt doch Leute dazu zu sagen, was soll der Scheiß? Nicht Werbung also, selber, sondern zu viel Werbung. Immer, ja. Genau das, Blackstar, genau das. Problem bei Werbung auf Twitch ist, dass trotzdem weiter gezockt wird und man ein bisschen was verpasst, was beim Fernseher oder Video on Demand nicht ist. Exakt. Ja, aber ich glaube, die Kritik ist ein bisschen angekommen bei Twitch. Ich glaube, das ist angekommen. Klar wird man wahrscheinlich... Überfall Meteoriten-Nest. What? Okay, da droppen ein paar Kapseln. Lass mal ganz kurz laufen lassen auf normal, warte. Ja, komm. Mach das jetzt. So, alle offen. Oben haben wir Schnitter-Nahkämpfer. Zwei Schnitter. Drei Schnitter haben wir oben. Hier unten ist noch ein Schnitter. Sind das nur Nahkämpfer? Schnitter sind Nahkämpfer, ja. Ich weiß, aber bisher habe ich drei Schnitter gesehen nur. Vier, ja, fünf, warte. Alles Schnitter, alles Nahkämpfer. Okay, ja, okay, dann alle mal rein jetzt hier in die Bude. Nice, nice. Habe ich alle erwischt? Jo. Okay, sehr gut. Oben kommen am meisten. Okay, oben haben wir auch die gute Waffe. Die Tiere alle mal rein eben. Ja. Ich lasse mal Tool unten. Oben kommt der erste schon um Ecke.